Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Banjo und Kazooie, The Jig is of Time. Es geht wieder weiter hier im Waldtempel, unserem richtig krassen Hack. Und ja, der Waldtempel ist aktuell auch super komplex. Wir haben hier viele Rätsel und ich habe jetzt mal angefangen, das zu übersetzen hier. Beziehungsweise ich habe sogar meine Frau dazu geholt, die hat mir dabei sehr viel geholfen. Vielen Dank dabei an sie. Und ich glaube, das hier ist komplett sinnlos, weil wir haben das quasi schon gemacht. Wenn man diese Texte hier übersetzt, 1, 2, 3, 4, kommt dabei raus, await Majora under the evil, beziehungsweise await the evil unter Majora. Würde für mich jetzt einfach der Hinweis sein, also quasi der Teufel erwartet dich unter Majora. Da wir ja hier Majora haben, sollen wir hier eine Bash-Attacke drauf machen und dann kommen wir zum Teufel, ne? Das ist so meine Idee dahinter. Also ich denke mal, das hier haben wir quasi schon abgeschlossen. Und die anderen Texte haben wir natürlich auch alle übersetzt, gemeinsam. Und ich muss jetzt erstmal gucken, wo die ganzen Texte waren. Ich glaube, warte mal, hier war ja jetzt nichts weiter, ne? Aber ich kann jetzt durch den Brunnen, theoretisch. Und kann, genau, wenn die Kamera mal wieder mir sagt, dass es, hallo? Jetzt. Ja, dann hat man hier ja quasi den Text. Der Text ist einfach nur ein Troll, denn bei diesem Text steht, this message is only a joke, XP. Danke dafür. Jo. Saugeil, danke für nix. Also, ich hoffe, das ist auch wirklich so und nicht, dass da irgendwo ganz geheim noch irgendeine Message versteckt ist. Wir werden auf jeden Fall jetzt nochmal hier lang gehen, denn wir haben hier noch einen mächtigen Jump-and-Run-Part vor uns und da müssen wir, ja, den müssen wir noch meistern. Auch wenn ich da gar keinen Bock drauf habe, denn wir fallen da ständig irgendwo runter. Das ist irgendwie nicht so geil. Aber egal, kriegen wir irgendwann hin. Wir müssen nur ganz fest daran glauben. Dann schaffen wir das. So. Das Nervigste daran ist halt echt die Kamera. Ansonsten ist das gar nicht so schwer, denke ich. So, jetzt ist halt, jetzt müssen wir da hochjumpen. Oh, das ist auch so eklig. Seht ihr, ne? Seht ihr. So. Da fängst du hier an und dann läufst du da. Das ist so eklig. Okay. Wenn ich jetzt hier nach oben springe, was passiert? Okay, das sind Noten. Geil, Noten. Okay. Da ist ein Mumbo. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Nee, da waren wir schon. Oh, aber sind wir... Sind wir da schon mal lang gegangen? Ja, da sind wir schon mal lang gegangen. Hier war auch nichts mehr weiter, oder? Ich gehe nochmal kurz auf Nummer sicher, aber ich glaube, hier ist nichts weiter. So. Ja, war das jetzt doof? Ja, das war doof von mir, ne? Jetzt muss ich das ja alles nochmal machen. Hehehe. Menno, ich hätte da oben lang gehen sollen. Zum Glück ist die Musik so geil. Okay, noch auf, mal auf ein neues und... Ja, jetzt habe ich's verkackt. Ah, ich war einmal oben. Ich hätte gleich oben bleiben sollen. Aber ich bin selber schuld. Ich bin ja selber schuld dabei. Okay. Noch eine Runde. Würde ich sagen. Huch. Nein! Oh, Mann. Komm schon. Das ist mir schon so oft passiert. Ich sollte das lassen... Den Stick erst berühren, wenn der Bildschirm geladen hat. Ansonsten wird mir das auch sehr oft passieren. So, ab ins Wasser. Und, ich liebe diese Musik. Ich gehe jetzt erstmal hier hoch kurz. Oder wollen wir es nochmal versuchen? Ach komm. Ich will das endlich hinter mir haben. Diesen ekligen Abschnitt. Ich bin ganz ehrlich,
ist wirklich der anspruchsvollste Level bis jetzt hier. Ich denke, den hätte ich auch alleine... Ah, oh, da hätte ich alleine bestimmt lange gebraucht. Also ich habe mir dazu jetzt auch noch kein Video angeguckt und nix, aber ich denke, ich bin mir relativ sicher, wir werden uns hier noch ein Video angucken müssen. Zu. Da bin ich mir fast sicher, dass ich hier nicht alle Geheimnisse lösen kann. Okay. So, einmal hoch bitte. Und dann noch einmal darüber. Und jetzt machen wir hier so ein Saldo. Und sind in einem neuen Bereich. So, wir haben hier einmal ein Fenster. Und wir haben hier eine Tür. Und hier ist nochmal ein Symbol. Keine Ahnung, was das ist. Das sieht mir aus eigentlich wie eine Tür. Wollen wir hier was machen? Nö. Sonst ist ja auch nichts. Also ich habe mir übrigens die Übersetzung aus dem Internet gezogen. Also ich habe jemanden gefunden, der das alles schon mal schön aufgeschrieben hat, diese Übersetzungen hier. Und habe daran halt mit meiner Frau zusammen diese Texte übersetzt. Was ist das denn jetzt hier? What the heck? Was? Hä? Was ist denn jetzt hier los? Okay. Wir haben hier Federn. Come on, guys. Didn't you see the no entry thing on the door? Well, where wasn't a thing on the window? Was where? Fish breath. Why are you here? Are jiggy clues? Well, take what we can get. Take a look at the right computer monitor for a clue. And I'm pretty sure there are jiggy in here somewhere. Thanks. Boogie, by the way, your son's been looking for you. Ja. I'll get back to him. Eventuell. Vielleicht. And the Father of the Year Award goes to... Okay, also, der geht vielleicht zu seinem Sohn jetzt zurück. So, tschüss. Also das ist... Kann ich das ausmachen? Nö. Also es gibt einen Hinweis im Computer für ein Puzzleteil und er hat gesagt, hier gibt es auch ein Puzzleteil, oder? Ja, da oben. Okay. Aber was ist das hier für ein Hinweis? Das ist auf jeden Fall... Ich hätte gesagt, ein Zelda-Level? Ist das der eine Raum, wo wir schon waren? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Hier ist Nintendo drauf. Ja, und wir waren hier auf jeden Fall schon mal auf der Rückseite von dieser Tür, weil da steht halt drauf, dass wir da nicht rein dürfen, dass das kein Eingang ist. So, okay, wir gehen einmal hier hoch, bitte. Holen uns dieses Puzzleteil, das ist Nummer 4. Ja, erst Nummer 4, ey. Krass. Okay, aber cool. Dann haben wir das nämlich auch abgeschlossen. Und hier ist halt ein Hinweis. Den haben wir uns jetzt quasi abfotografiert, sage ich mal, indem wir den uns angeguckt haben. Kann ich mir jetzt immer wieder anschauen. Was er mir jetzt genau bringt, weiß ich auch noch nicht so genau. So, wir gehen jetzt aber erstmal wieder woanders hin. Ja, das war toll. Okay, ist aber nicht weiter schlimm. Ich gehe gleich wieder hier rein. Und ich muss jetzt... nicht da lang. Einmal durch den Brunnen durch wieder. Muss an der anderen Seite des Brunnens hochklettern, damit ich erstmal zu der einen Botschaft komme, die da noch an der Wand war. Denn die beinhaltet vielleicht auch ein Geheimnis. Müssen wir mal gucken. Ich habe da nämlich gerade eine Idee. Was ist... Mann, diese Kamera, was ist denn mit der? Hallo? Also, ganz ehrlich, diese Kamera, die ist echt Schrott bei dem Game. Sorry. Aber ist halt so. Was soll ich jetzt machen? Da passiert gerade gar nichts. So, jetzt. Danke. Ja, toll. Jetzt hat es sich irgendwie mal normalisiert. Dankeschön für nichts.
Wahnsinn. Also die Kamera, wow. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht, dadurch, dass ich so ganz komisch hier runtergejumpt bin, aber... Ja, was hätte ich machen sollen? So, genau. Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite und hier hatten wir auch eine Botschaft. Nämlich hier. So, bei dieser Botschaft hatten wir übersetzt, Ratatat, Rap, not here. Und dann gab es ein Bild, da war quasi das hier durchgestrichen. Und Ratatat ist ja eigentlich das hier. Deswegen, ich bin gerade... Ratatat, Rap, not here. Ich bin gerade der Meinung eigentlich, dass wir hier vielleicht irgendwo das machen müssen. Weil Ratatat ist doch... Oder? Ich bin verwirrt. Twilight Princess, richtig cool. Oder wo soll ich das machen? Ah, hier war das. Hier war das, genau. Von der Seite aus. Das ist quasi der Eingang, wo wir wahrscheinlich nicht rein dürfen. Ja, Ratatat Rap, not here. Weil ich habe gedacht, das ist Ratatat. Aber das funktioniert irgendwie nicht. Hä? Und das hier ist halt durchgestrichen auf dem Bild. Aber da passiert ja gar nichts. Ratatat hier. Ne? Hier quasi. Also, Ratatat. Ich dachte, das heißt, Ratatat ist das hier. Das könnte aber auch ein Trommelwirbel bedeuten, irgendwie. Und hier, ich hätte halt gesagt, dann hier. Und das hier ist ja durchgestrichen, aber irgendwie... Was heißt denn Trommelwirbel dann? Hm. Okay, hier passiert nichts. Dann muss ich da vielleicht auch nochmal nachgucken, was dieser Hinweis jetzt genau bedeutet. Oder vielleicht auch hier? Ne, dann kann ich echt gar nichts damit anfangen. Leider. Und ansonsten waren wir ja hier jetzt auch erstmal wieder fertig. Okay, keine Ahnung. Dann gehen wir erstmal zum nächsten Hinweis. Ja, das war toll. Ich dachte, ich habe was gefunden, aber nein, habe ich nicht. Diese Kamera. Wahnsinn. Ach, Mann. Bis jetzt haben mich die Hinweise ja nicht so richtig weitergebracht, ne? Schade eigentlich. Okay, gehen wir erstmal wieder raus hier. Gucken mal, was wir noch so für Hinweise entdecken. Oder Dinge entdecken. Ihr habt mir auch selber noch den Hinweis gegeben, das war der TJ, ich soll mir nochmal im Dachgeschoss, warte mal, hier war auch irgendwo, genau, ich soll mir hier im Dachgeschoss, beziehungsweise in der Rundung nochmal die, das hier angucken, weil das wohl einen Hinweis geben könnte. Deswegen, ich gehe hier nochmal ganz kurz hin. Aber worauf soll mir das denn einen Hinweis geben? Weil wir haben ja den einen Raum, wo die ganzen Figuren sind, ne? Aber wie soll mir das denn Hinweis geben? Was soll mir denn das jetzt sagen? Hier sind auch halt die ganzen Figuren abgebildet. Aber das war's halt auch. Aua. Mehr ist hier ja nicht. Also ihr seht gerade, wir rätseln einfach schon wieder nur rum. Ich meine, es gehört wahrscheinlich auch dazu, ne? Muss man dazu sagen. Aber... Was soll mir das hier sagen? Wir haben hier einmal alles abgebildet. Und da haben wir ein D. I don't know, was D heißt. Wenn ich in so einen Raum reingehe, was passiert? Es passiert gar nichts, ne? Ich komme auch einfach wieder in einem anderen Raum raus, oder? Egal, was ich mache, oder? Exit.
Exit. Ist immer das gleiche. Oder gibt es irgendwo eine Änderung, wenn ich in irgendeinen Raum reingehe? Ich glaube nicht. Ich kenne halt aber auch nicht Kirby. Ich denke, man muss da einfach eine bestimmte Reihenfolge gehen. Eine bestimmte Reihenfolge, die ich nicht kenne. Weil bringt ja alles nichts. Merken wir ja. So. Was haben wir in dem Raum noch? Wir haben eine fette Säule. Und da oben, keine Ahnung, ist eine Abbildung. Muss ich in der Reihenfolge vielleicht? Das könnte vielleicht sein. Vielleicht muss ich in der Reihenfolge wie da oben abgebildet. Vielleicht ist das der Hinweis, den ihr meint. Donkey Kong, Mario, Link und Kirby. Weil es immer die Reihenfolge. Ich versuch's mal. Donkey Kong, Mario, Link und Kirby, ne? Donkey Kong, Mario, Link, Kirby. Okay. Donkey Kong, Mario. Mario, 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 hier. Link und Kirby. Ich probier's mal. Link. Und Kirby. Kirby, 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 hier. Oh, tatsächlich. Ha! Oh, schön! Cool, hätte ich jetzt nicht gedacht. War ja nur ein Versuch, aber ich glaube, das wollte mir TJ vielleicht auch sagen. Weil oben im Gewölbe war das ja dasselbe, dieselbe Reihenfolge, oder? Denke ich mal. Jetzt sind wir einfach wieder in einem fetten Waldgebiet angekommen. Schöne Musik. So. Haben wir da Noten drin? Ja. Drei Stück. Wir sind bei 91. Oh, neun Noten noch. Ich hätte gerne alle. Hallo. Hi. So, ich hau die erstmal alle um. Und schaue mich auch nochmal um. Wir haben zumindest mal ein neues Gebiet erreicht. Das gefällt mir gut. Dass wir da wieder ein bisschen weitergekommen sind. So, komme ich hier hoch? Ja, bestimmt, oder? Alle hopp. Und da sind wieder Noten. Sehr schön. Und Wasser. Ekelhafte Pfütze. Und alle hopp. Oh Gott, was bist du? Hi. Kann man mit dir reden? Oder eher... Bist du Gegner? Jinjo! Und das auch wieder ein Buchstabe. Ah, oh Mann, jetzt geht das wieder los. Mit dem blöden Tauchen. Komm schon. Schnappen wir. Yo! Oh, wir haben auch alle. Cool. Wir haben alle Jinjos. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass wir das so schnell hinbekommen. Ich frage mich übrigens, ob der Bär, ob der jetzt zu seinem Sohn wieder zurückkehrt. Das sind auch nochmal Noten. Sehr schön. Und ob wir dann den Jinjo uns noch holen können? Hat das irgendwas miteinander zu tun? Gute Frage, ne? Sehr gute Frage. So. 2, 3, 4. Oh, cool. Nur 5 Noten, Leute. So, warte mal, ich kann doch da oben drauf, oder? Da kann ich mir noch ein paar Eier holen. Schön. Ich freue mich. Und da ist ein Jumbo. Ich kann pokern. So. Äffchen? Und war mal da, weggehauen. So, jo, hi. Muss schon sagen, und passiert nichts. So, was ist das, Leute? Was ist das hier?
Ah, oh cool. Oh, ist das geil, Leute. Oh, schön. Und das ist doch bestimmt der Hinweis. Das ist 100 Pro der Hinweis auf diesem Bildschirm gewesen. 100 Pro. Da kann man bestimmt irgendwo ratatatat machen oder gegen die Wand hauen und da geht dann eine Wand auf. Und da ist dann das Puzzleteil versteckt. Aber Leute, das schauen wir uns im nächsten Part an. Da habe ich richtig Bock drauf. Geil. Bis zum nächsten Mal. Gerne liken, kommentieren. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.